Wir sind in dieser Serie «Mit Gott durch den Sommer». Und ich weiss nicht, ob du gerne noch Ferien vor dir hast. Heute ist ja der offizielle, oder das Wochenende, der Sommerferienstart, wenigstens Schulferienstart. Und ich hoffe, du kannst auch noch ein bisschen verreisen. Oder bist vielleicht schon gewesen, weil du kein Kind hast und bist jetzt so richtig tiefenentspannt. Wenn man in die Ferien verreist, oder wenn man verreist allgemein, dann gibt es so zwei Möglichkeiten, wie man verreist. Wenn man jetzt nur so kurz geht, dann ist es die Möglichkeit, dass man nur mit dem Handgepäck reist. Das hat den Vorteil, gerade wie man es in den Medien gesehen hat, man muss nicht lästig am Flughafen warten, man muss das Gepäck nicht aufgeben. Heute kann man ja selber einchecken, dann kann man direkt zum Gate in den Flieger, muss vielleicht bei der Sicherheitskontrolle noch ein bisschen anstehen. Aber ist dann eigentlich ready zum Wegfliegen. Und vor allem, wenn man nachkommt, kann man so an dem Gepäckband vorbeilaufen und kann so strahlend dein Köfferchen hinter dir herziehen und zu denen überschauen, die warten müssen. Und mein Gepäck kommt immer zuletzt. Oder? Und wenn ich dann so reise, dann laufe ich aus dem Flughafen raus an den Ort, wo ich will. Und ob jetzt wie viele Millionen Gepäckstücke noch zu einem Flughafen festsitzen, interessiert mich dann nicht. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, man reist mit dem grossen Gepäck, wenn man ein bisschen weiter weg geht, und dann nimmt man mit so viel, dass man kann. Oder? Man tut dann nochmal weg und merkt nach 100 Gramm genau, dann tut man nochmal etwas rein, hat das Gefühl, man ist jetzt total optimiert, und dann tun die Kinder nochmal etwas rein, und dann ist man beim Check-in, und dann probiert man mit dem Fuß noch den Koffer auf den Wagen ein bisschen aufzutun und muss dann nochmal etwas umpacken. Oder mit dem Auto ist es dann so Tetris, oder? Man packt es und es ist eigentlich dann ein Vakuum in dem Kofferraum, und wenn man wieder heimfährt, weiss man nicht mehr, wie es reingeht und mit alles drin, aber dann Koffer da, genau. Ich will heute über unser Reisegepäck ein bisschen predigen. Und zwar, wenn ich mir so überlege, wie wir auf unserer Lebensreise sind, was wir für Gepäck dabei haben, dann fällt mir auf, dass wir unser Leben anfangen zu optimieren. Und ich habe vielmals das Gefühl, dass wir einfach so mit einem Handgepäck unterwegs sind. Dass man sich gut überlegt, was habe ich in meinem Leben dabei? Wir optimiert, wir haben einen Plan, was man will. Und so laufen wir durch unser Leben durch, eben mit dem Handgepäck. Und wir können vielleicht ein bisschen schauen, was in so einem Handgepäck drin hat. In dem Handgepäck ist natürlich der Laptop drin, oder? Den braucht man ja heute, den will man ja auch nicht in den Koffer rein tun, wenn man aufgibt, weil den muss man ja haben. Genau. Und der steht so ein bisschen, könnte man sagen, für meine Arbeit. In meinem Lebensgepäck ist mein Laptop drin, der steht für meine Arbeit. Natürlich, wenn ich ohne meine Frau weggegangen, habe ich immer ein Bild dabei von ihr. Ja, das ist wichtig. Und der steht für meine Beziehung, für meine Familie. Die habe ich auch dabei. In meinem Lebensgepäck hat es meine Lebensstrategie, oder? So ein bisschen mein 5-Jahres-Plan. Den habe ich gestern Abend noch geschrieben, schnell. Der hilft mir zu fokussieren und zu überlegen, was hat nicht Platz, was geht nicht. Dann hat man natürlich das Necessaire. Das darf nicht zu gross sein, oder? Das Zahnbürstchen, das Klappzahnbürstchen. Viel mehr braucht man auch nicht. Ein Deo, Duschgel hast du ja meistens dort, eine kleine Zahnbürste. Ein kleiner Haarschäl, und wenn es mal ganz wüst kommt, haben wir noch ein paar Schmerztabletten dabei. Dann natürlich ein bisschen Kleider. Geht so ja so, dass ich immer ein extra Paar Unterhosen mitnehme. Also 5 Tage, wir nehmen 60 mit. Ja, super. Bei mir, das steht für den Alltag, oder? So der Alltag, den ich dabei habe. Dann habe ich, wenn es nicht geht, Jogging-Schuhe dabei. Das steht für unsere Hobbys. Genau, das ist ja so unser Handgepäck. So sind wir unterwegs. Hast du auch schon beim Packen Respekt gehabt, dass du zu viel dabei hast? Am Gate hat es doch einmal noch so den Rechen, wo das Handgepäck reindrücken kann. Und du laufst immer dabei und denkst, ist ein bisschen viel dabei. Und man probiert es ja noch so ein bisschen, oder? Oder wenn man es dreht, probiert man so lässig durchzulaufen, auch wenn einem der Arm verstappt geht. Oder wenn du eher der Wanderer bist, wenn man so ein bisschen mehrtägige Wanderungen macht, dann habe ich einmal das Zahnbürstchen noch abgeschnitten, oder? Wirklich nur so ein kleines, weil es auf alles, auf jedes Gramm drauf ankommt. Und letzten Sommer durfte ich eine Woche wandern und habe wieder gemerkt, ich habe viel zu viel dabei gehabt, ich habe viel zu viel getragen. Und so laufen wir durchs Leben, und fürs Reisen und fürs Wandern mag das gut sein. Aber für unser alltägliches Leben
gibt es eine Gefahr, dass wir unser Lebenstempo so optimieren, dass es so erhöht wird, dass wir so schnell unterwegs sind, dass wir eventuell Sachen verpassen, dass Sachen fehlen, dass wir noch in den Hammer laufen. Ich weiss, einmal bin ich nur mit dem Handgepäck gereist, nur ein Rucksäckchen, nur den Laptop, Unterhose, Socken, ich glaube noch ein T-Shirt, ich habe nur eine Hose, nur ein paar Schuhe, nur ein Hemdli dabei gehabt, bin mit dem Bus, Fernbus noch einmal zusammen und ich wusste, ich steige aus, ich habe 50 Meter zum Hotel, ich kann dort schnell einchecken und wo ich dort ankomme, sträht das. Regnet es in Strömen. Und vom Bus ins Hotel bin ich einfach durchnass gewesen. Und ich habe zuerst einen Laden suchen und ich konnte Schuhe, Socken habe ich noch gehabt, aber Schuhe, Hosen und ein Hemdli kaufen, zum trocken sein. Nichts von optimal, nichts von mega optimieren gewesen, oder? Mit Gott durch den Sommer. Oder man könnte sagen, reisen wie Jesus. Mich fasziniert das Leben von Jesus enorm. Ich bin gerade in meinem Bibelleseplan wieder so, jetzt geht durch die Evangelien durch. Und habe gemerkt, was er gesagt hat, die Aussagen von ihm, wie er unterwegs war, top aktuell für das Jahr 2020. 2022. Ja. Aber es war ja dann auch aktuell gewesen. Und ich verspreche euch, es wird auch 2024 aktuell sein. Und ich habe es so gelesen, und ich habe ein Evangelium durchgelesen, dann ist das nächste gekommen. Und dann ist es gerade zu dem Anfang, wo er seinen öffentlichen Auftritt anfängt. Und ich muss mir dann einmal so Sachen vorstellen. Und dann heisst es so, dass er am Morgen mit Gott, mit seinem Vater ist geredet, dass er auf dem Berg ist, auf Gebeten. Und ich habe mir dann überlegt, was ist passiert, was ist ihm vorgegangen, wo er die Bibel zugeschlagen hat. Seine stille Zeit vorbei war und er wusste, jetzt kommt die Arbeit. Jetzt gehe ich auf die Leute los, oder? Und ich habe mir das so vorgestellt, wie er eben dort hockt, wie er noch dort sitzt. Nochmal tief durchschnauft und dann nicht mehr zum Vater redet, sondern zu sich selber. Und mir dann sagt, okay, was ist dran? Such dir 12 Menschen aus, bild sie aus, du musst sie aussenden. Wenn ich dann zum Vater gehe, nachdem ich gestorben bin am Kreuz, müssen sie meinen Auftrag weiterführen. Du musst dich fokussieren, Jesus, extrem fokussieren. Die 12 sind nicht die hellsten Kerzen auf der Torte. Du musst ihnen helfen. Das ist der Fokus. Die nächsten 3 Jahre sind die der Fokus. Es werden Ablenkungen kommen, die werden abgelenkt sein. Fokussieren. Und dann muss ich ans Kreuz. Oh, das wird mich alles kosten. Hey, das ist mega wichtig, dass ich näher bei mir bin. Fokussieren, Jesus. Du schaffst das. Gut, los. Und dann ist Jesus durch den Tag durchgelaufen. Und so war er. Immer wieder hat er gesagt, fokussieren, nicht ablenken lassen. So habe ich mir das vorgestellt. Aber als ich das Evangelium gelesen habe, habe ich gemerkt, es war gerade andersrum. Jesus ist durchgelaufen, dann sind Kinder gekommen. Er hat sich ablenken lassen. Er hat sich dort ablenken lassen. Er ist auf die Sorgen und Nöte von den Problemen, von den Leuten, von denen ihre Probleme ist er eingegangen. Und das macht er heute noch. Gott sei Dank. Ich hoffe, du hast das schon erleben dürfen. Wir können fast sagen, Jesus ist eben nicht mit dem Handgepäck gereist, sondern Jesus war mit einem grossen Koffer unterwegs gewesen. Und da innen hat es eigentlich das Gleiche gehabt wie im Handgepäck. Aber es hat noch ganz viel Platz gehabt. Ganz viel Platz für Menschen. Er hat Platz gehabt für Menschen. Für den Johannes, den John, für die Maria, die hat ein schöner Ausgehen, die hat ein schönes Kleid angehabt. Da war sicher eine Eva rum gewesen. Und ein Mark. Und dich und mich. Er hat Platz gehabt im Koffer, in seinem Koffer für uns. Und ich so am Lesen war, wenn ich denke, einmal mehr stellt Jesus die Regeln, unsere Kultur, das, was man so macht, in auf den Kopf. Und in funktioniert es gleich. Oder ich habe mich gefragt, hat es bei ihm darum gerade so gut funktioniert? Weil er die Regel auf den Kopf gestellt hat. Im Johannes 15, Vers 13, hat er so eine steile Aussage, wir haben die auf dem Screen da. Da sagt er, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich bin an dem Vers hängen geblieben. Niemand liebt mehr als der, der Platz hat. In seinem Koffer. Niemand liebt mehr als der, der sein Leben angibt. Und ihr sind meine Freunde,
nicht bedingungslos, oder? Sondern wenn wir tun, was er uns sagt. Das hat mich total irritiert. Ja, kann ich nicht dein Freund sein und selber etwas machen? Eine mega Herausforderung. Was soll ich jetzt mit meinem Leben tun? Wie müssen wir das verstehen? Spannend ist, zum sehen, wo der Bibeltext eingebettet ist. Johannes 15, die jetzt schon ein bisschen länger in der Bibel unterwegs sind, die kennen das. Das ist der Weinstock und die Reben, das Gleichnis, das Jesus bringt. Wo er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Bleibt bei mir und dann könnt ihr Frucht bringen. Oder im Vers 3 bis 5 heißt es, ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine Botschaft gehört habt. Bleibt fest mit mir verbunden und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben. Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Das ist ein Text, der mich extrem begeistert, ein Text, der mich durch die Tiefe in meinem Leben durchgeführt hat. Ich habe einmal in meinem Ding, habe ich das probiert zu zeichnen, ich kann nicht zeichnen, aber das war ein tiefer Moment mit meinem Gott. In der Krise von meinem Leben ist mir das bewusst geworden. Ich muss gar nicht gut sein. Er versorgt mich. Er ist da. Ich muss nur mit ihm verbunden sein. Und alles, was ich brauche, alles, was ich bin, alles, was vor mir liegt, weiß er. Und er versorgt mich. Hey, und ich wünsche dir, dass du das erfahren darfst. Dass du die Verbundenheit mit dem Gott darfst spüren. In der Tiefe und in der Höhe von deinem Leben. Ich muss mit Gott verbunden sein. Und ja, es ist ein Challenge an mich, weil ich vernachlässige das regelmäßig, dass ich nicht so mit Gott verbunden bin, wie ich sollte. Es kann sein, dass man den Text aber ein bisschen einseitig lesen. Auf dem Schwerpunkt von verbunden sein. Dass er uns gibt, was wir brauchen. Dass wir Frucht tragen können. Das Ziel, dass wir bei Gott angedockt sind, ist nicht, dass es uns nur in Anführungszeichen gut geht. Das Ziel ist nicht die totale Lebensoptimierung, die totale Zufriedenheit. Es ist das Ziel, dass wir Frucht bringen. Ist ja schon mal aufgefallen, dass der Weinstock seine Reben nicht selber isst. Ja, das ist mir aufgegangen. Oder dass die Trauben sich nicht selber isst, sondern andere freut sich daran. Und mir ist so bewusst geworden, dass die Früchte, die mir Gott schenkt, wenn ich mit ihm verbunden bin, immer für andere ist. Und das Schönste ist für mich, wenn ich die Früchte weitergeben kann und jemand anders sie geniessen kann. Ob es eine Traube ist, ein Weinbeere oder ein Gläschen Wein. Was heisst es aber genau, Frucht bringen? Was heisst es, mit Jesus verbunden sein? Wo träge ich in meinem Leben Früchte und wer profitiert von denen? Ich habe gemerkt, bei mir sind die sehr oft für mich selber. Ich behalte die für mich selber. Und da frage ich mich, ist es nicht dran, dass wir viel mehr mit einem grossen Koffer reisen? Und ja, das Lebenstempo wird vielleicht ein bisschen langsamer. Die eigenen Pläne werden durchreust. Ich habe die Predigt vorbereitet und mit meiner Frau gespiegelt. Und letzten Dienstag laufe ich aus dem Büro raus. Und dann kommt ein WhatsApp von der Nachbarbäuerin. Jemand ist ausgefallen. Sie suchen jemanden, der eine Stunde auf die Herdöpfelmaschine kommt, arbeiten. Ich habe von morgen irgendwie um 8 bis fast um 5 durchgehend war mein Terminkalender voll. Und ich habe mit meiner Frau abgemacht, dass ich aufs Rennvelo darf, weil die Woche das Training eh zu kurz kommt. Also hi. Das Nachtessen, Kind ins Bett, nochmal mit den letzten 2 Stunden Sonnenlicht auf mein Rennvelo, auf mein geliebtes Rennvelo, oder? Dann habe ich meiner Frau angerufen und ich habe es einfach gemacht. Ich habe ihr angerufen, du, da hat sie gefragt wegen dem Herdöpfel. Aber gell, also weißt du, eigentlich musst du entscheiden, weil du musst als Kind alleine ins Bett tun. Ich komme geschlafen zur Nacht, oder? Meine Frau ist eben super, sie hat dann gesagt, hey Matt, ist das leicht oder schwer Gepäck? Und ich habe gesagt, das würde mir vielleicht ein bisschen gut tun aufs Velo, weißt du, ein bisschen abschalten, etwas ganz anderes machen.
Ich bin herrüpfeln. Das war total etwas anderes. Ich hatte nicht den tiefsten Gottesmoment dabei, aber es war gut und die mega Freude. Ist es daran, dass wir vielleicht mehr unsere Vorlieben, unsere Hobbys vielleicht mal ein bisschen auf die Seite tun? Nicht immer, aber dass wir Platz haben für Menschen. Für Menschen, die es brauchen. Ahmed, das ist so schwierig. Ahmed, ich bin doch selber schon überfordert mit meinem Leben. Jetzt sollte ich noch etwas machen. Jetzt sollte ich noch Platz haben für andere. Die Gedanken sind mir durch den Kopf durchgegangen, oder? Und ich glaube, es ist doch so ein Gleichgewicht, oder? Wir müssen einerseits mit Gott verwurzelt sein, tief bei ihm angedockt sein. Und andererseits müssen wir in ihn tun, was er uns sagt. Das ist so eine Wippe, oder? Jetzt, wir Menschen haben ein Problem mit Wippen oder mit so Pendeln, oder? Wir schaffen es eigentlich nicht, dass wir in der Mitte bleiben. Und ich weiss nicht, wer so ein Balance Board hat oder ein Slackline. Ich liebe das, oder? Du bist ja immer am Schaffen. Der grösste Krampf geht eigentlich nicht darum, dass du rechts und links runterkommst, sondern dass du in der Mitte stehen bleibst. Und ich glaube, wenn wir uns probieren, immer die Wippen im Gleichgewicht zu haben, ich glaube, wir brennen aus in der Mitte. Und ich frage mich, ist es nicht mehr ein Kreislauf? Ich habe euch mal hier probiert aufzuzeigen. Verwurzelt sein mit Gott, indem ich seinen Herzschlag spüre. Und ich merke, mir hapert es ja schon manchmal schon mit Gott verwurzelt sein. Oder ich bin mit ihm verwurzelt, aber ich labere ihn so voll mit meinen Anliegen, dass ich gar nicht höre. Und dann frage, ja, was liegt dir auf dem Herz? Was brennt dir auf dem Herz? Das ist wie wenn du zum Doktor gehst und ihm Symptome erklärst. Der Ellbogen tut da weh, vor allem wenn ich diese Bewegung mache. Und dann, ja, also ich denke, also ich habe mal noch gegoogelt und es könnte das sein, Tennisarm oder so. Und der Doktor schreibt sich alles auf, oder? Und überlegt dann und sagt, okay, einen schönen, und gehst wieder raus. Du wartest gar nicht, was er zu sagen hat. Verwurzelt sie mit ihm, seinen Herzschlag spüren. Und ich glaube, aus dem heraus wird er uns immer, immer auch andere Menschen aufs Herz legen. Er wird uns immer unser Köfferchen füllen. Kennt ihr das? Wir kommen in der Ferienwohnung an, nach einer langen Autofahrt, nach einem langen Fugen, was auch immer. Und dann ist die Ferienwohnung im dritten Stock oben. Das Stegenhaus ist so eng, oder? Und dann musst du die Gepäckstücke hochtragen, so, oder? Es ist manchmal hart. Ja, brenne ich denn nicht aus? Ich erlebe immer wieder, dass wenn ich nach seinem Herzschlag handle, mich in Menschen investiere, ich in dem eine tiefe Gottesbegegnung habe. Und das wieder ins Verwurzelte hineingeht. Ich glaube, die Problematik ist, dass wir in dem Vierklang, in dem Rädli, einen Teil rausnehmen. Ist egal was, du weißt am besten, wo du stehst. Und dann läuft das Rädli nicht mehr rund. Dann werden wir unzufrieden. Und wir probieren, uns Sachen zu holen. Es ist ein Kreislauf, wo Gott mit uns unterwegs sein will. In der Kirche, wo ich aufgewachsen bin, ist an der Bühnenwand ein Vers gestanden. Ich habe nie verstanden, wie er so in einem alten Deutsch war. Ich glaube Luther oder so. Luther-Übersetzung, eine alte. Aber ich habe jeden Sonntag angeschaut im Worship, weil meine Kinder sind im Worship dabei gewesen und nachher in der Sonntagsschule, oder? Einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr das Gesetz Christi. Galater 6,2. Der Vers hat sich eingebrannt, oder? Jetzt in der Hoffnung für alle tönt er ein bisschen anders. Du darfst ihn bringen. Dort heisst, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wir sollen einander helfen. Und ich glaube, Gott zeigt uns, wem wir helfen sollen. Das heisst aber auch, dass andere uns mit unserem Gepäck helfen, oder? Das ist nämlich die Kehrtwende, was mich auch begeistert. Eine Gottesbegegnung durch Menschen. Ich will noch einen Fokus legen zum Schluss. Kann es sein, dass Gott uns begegnen will im Dienst am Nächsten? Mir ist das aufgefallen, dass ich das letzte halbe Jahr oder vielleicht sogar durch die ganze Corona-Zeit oder bis jetzt die tiefsten Gotteserlebnisse nicht da rein kann. Das darf man fast nicht sagen als Pastor, oder? Ich bin extrem froh für das. Ich komme mega gerne hier hin, miteinander Gott anbeten. Aber ich habe gemerkt, dass ich so tiefe Gottesbegegnungen draussen habe. Vielleicht im Herdöpfeln.
Vielleicht einfach mal den Alltag unterbrichst und im Park hockst. Ich habe so eine Frau, die ich schon länger kenne, die immer ein im Park unterwegs ist. Und sie passt nicht ins System von uns Christen. Sie passt nicht in unser Schema. Und sie hat am Anfang gar nicht mit mir reden. Sie hat mich immer abgefuhrt. Es war recht kurz abgebunden, ist mir auf dem Weg gegangen. Und dann habe ich gesagt, hey, du musst mir nicht aus dem Weg gehen. Also ich will nichts von dir. Ich will nicht, dass du wegen mir gehen musst. Weißt du, mache ich einen Bogen um dich herum. Und dann habe ich angefangen, ihr zuzuhören und über die Jahre ist so ein bisschen eine Beziehung entstanden. Und vor 3 Wochen bin ich neben dir geguckt. Und ich wäre gerne nicht dort gewesen, weil ich gemerkt habe, jetzt kommt etwas Schweres. Ich wäre eigentlich lieber bereit gewesen, um schnell weiterzugehen. Um noch schnell die letzten Punkte in der Woche abhaken und dann heim ins Wochenende. Und sie fängt mir an zu erzählen. Und ich habe gemerkt, wie da eine Last kommt, wie der Koffer schwerer wird, wie da Sachen reinbiegen werden. Und auf einmal habe ich eine Trauer gespürt in meinem Leben. Es hat mich fast verrissen. Ich habe es fast nicht ausgehalten. Und das war eine Trauer von Gott. Eine Trauer über diese Frau. Aber in ihr habe ich so beim Zuhören gemerkt, das ist ja eine Trauer über mich selber. Über meine persönlichen Abgründe in meiner Seele. Ich habe herumgeschaut und mir ist alles aufgefallen. Ein Freund, den ich dabei hatte, der noch eine Krankheit hat, die ihn runterzieht. Alles ist mir so aufgefallen. Und dann war es dann Zeit zum Heimgehen. Ich bin aufs Velo gehockt und habe gesagt, danke Jesus. Ja, danke. Und ich bin heimgefahren. Und etwa in der Hälfte ist die Schwere, ist die Trauer, die Last, ist die übergeschwappt in eine Freude. Und ich habe das Gefühl, Jesus sagt mir, schau, du kannst meine Freude an euch erst verstehen, wenn du den Schmerz spürst, den ich an dir habe. Erst den Schmerz an dieser Frau, die so Mühe hat mit mir, weil sie von der Kirche verletzt worden ist. Verstehst du, wie gern dass ich dich habe? Du verstehst es nur, wenn du die Last spürst, die ich über dir habe, wenn ich sehe, wie du ab und zu am Leiden bist. Hey, ich habe etwas Besseres für dich bereit. Okay, so eine Schwere, ein Moment. Und die unheimliche Liebe, das war eine der tiefsten Gottesbegegnungen, die ich in den letzten 2-3 Jahren hatte. Und wisst ihr was? Ich habe meinen Gott besser kennengelernt. Es hat mich verändert. Ich musste anfangen zu worshipen. Ich habe kein Stöpsel im Ohr gebraucht auf dem Velo, sondern es ist einfach rausgekommen, die Dankbarkeit. Jackie Pullinger, das war eine Missionarin, so zu, glaube in den 70er Jahren oder 80er Jahren. Die war in Hongkong, so in der Wall City. Das war so eine verschachtelte Stadt mit Prostitution und Drogenhandel und Armut. Und sie hat dort gelebt und sie hat ein Zitat gesagt. Und sie hat gesagt, Gott will, dass wir weiche Herz und harte Füße haben. Weiche Herz und harte Füße. Doch das Problem ist, dass viele von uns harte Herzen und weiche Füße haben. Die Aussage, die hat mich challenged. Vielleicht könnte man sagen, Gott will, dass wir grosse Gepäck haben, bereit sind, etwas zu tragen. Aber wir entscheiden uns für das Optimum, für schnell durchgehen und keine Zeit haben. Johannes hat am Bewegungssonntag die Stelle aus der Esther zitiert. Er hat dort den Vers, wo der Mordechai seiner Nichte sagt, und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Ist es Zufall, dass wir heute leben? Ist es Zufall, dass du in deiner Nachbarschaft wohnst? Ist es Zufall, mit wem dass du zusammen schaffst? Ist es Zufall, wer du am Morgen vom Bus triffst? Ich glaube nicht. Ich glaube, du und ich, wir sind strategisch platziert. Und er will uns brauchen. Er lässt uns nicht die Bürden auf, sondern er will uns mit dem, in dem hinein begegnen. Mich begeistert das. Mich begeistert das tief. Ich komme zu Abschlussfragen. Kann es sein, dass wir auf der Wippe, auf der einen Seite stehen bleiben? Dass wir ausbrennen, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen das tragen. Wir müssen allen helfen. Ich muss für alle da sein. Aber total vergessen, mit Gott verwurzelt sein. Ich glaube, wir müssen uns nicht immer fragen, wer ist mein Nächster? Die Frage können wir in der Bibel beantwortet worden, oder?
Aber wir müssen näher bei Gott verwurzelt sein. Bin ich verwurzelt in Jesus? Weiss ich, was Gott über Menschen in meinem Umfeld denkt? Jetzt, es muss vielleicht nicht eine Beziehung sein, die über Jahre ist. Vielleicht kannst du in der Bushaltestelle am Morgen auf dem Weg zur Arbeit dich fragen, was denkt Gott über diese Person? In dem Moment, wo ich im Hallenbad weiss, ich muss heute mit für jemanden beten, der am Hinken ist. Ganz ehrlich, ich bin nass gewesen, nicht vom Wasser, sondern ich habe so geschwitzt. Und dann bettest du in der Badhose vor der Duschkabine. Mega peinlich. Bettest mit jemandem. Und zwei Wochen später hörst du, das Knie ist gesund. Das hat meine Gottesbeziehung verändert. Aber ich muss verwurzelt sein, dass ich seine Stimme höre. Dass ich weiss, wenn es ist. Habe ich Zeit in dieser Welt? Habe ich Zeit, in die Welt von diesen Menschen einzutauchen? Und sie zu verstehen? Und kann sein, dass mir Gott nochmal neu begegnen will. Nicht am Sonntagmorgen, sondern im Alltag. In etwas Nebensächlichem, in etwas Dreckigem, in etwas Schönem, wo auch immer. Wie sieht das praktisch aus bei dir? Ich weiß es nicht, ich kenne dich zu wenig gut. Aber Gott kennt dich. Ich glaube, es ist dran, um Zeit zu haben. Zeit zu haben mit unserem Gott. Zeit zu haben mit Menschen. Ich habe die Frage ein bisschen anders formuliert. Kannst du es weiterklicken? Ich glaube, es ist dran, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Vielleicht heisst es, Platz haben, auch eine Gebetsliste haben und für Leute einstehen im Gebet. Hey, ich bin so schlecht in dem. Leute, für Leute beten, für Leute dranbleiben, vielleicht ohne, dass sie es merken. Und vielleicht ist es dran, mal durch, rauszusteppen. Die letzte Frage, kann es sein, dass wir etwas verpassen, weil wir so beschäftigt sind? Beschäftigt sind mit meiner 800 Seiten dicken Lebensstrategie. Wir werden jetzt in Worship hineingehen und Taufe ist ja auch parallel. Und ich will euch herausfordern, dass ihr mit Gott connectet, dass ihr an ihm ansaugt und fragt in dem Rädchen, wo stehe ich oder wo hink ich, wo hat mein Rad eine Schlagseite. Verwurzelt euch bei Gott. Hört seinen Herzschlag. Wir haben die Alpha-Tafel. Der Alpha startet nach der Sommerferien. Vielleicht ist es daran, dass ihr Menschen in euer Gepäck in die Ferien mitnehmt, über die heim sind oder vorgehen. Schreibt die Namen auf. Wir wollen für das beten. Und natürlich dürft ihr ins Gebet gehen, wenn ihr ein körperliches Anliegen habt oder wenn ihr sagt, hey, ich will für das beten, dann dürft ihr auch, wenn die Taufe läuft, hier mit euch beten lassen. Ich will noch beten. Steht doch auf, weil wir noch gerade in Worship eingehen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist, dass du uns kennst. Dass dein Herz für uns schlägt, dass du uns näher bei dir haben willst. Ich danke dir, dass du alle Menschen so gern hast. Und ich bitte dich, dass du uns nochmal näher an dich heranziehst. Dass du uns hilfst, um ihre Gefahr stehen, schnell durch das Leben zu gehen. Dass du uns nochmal deinen Herzschlag spüren lässt. Dass du uns Menschen aufs Herz legst. Dass du in der Begegnung mit diesen Menschen uns begegnest. Dass du uns eine tiefe Gottesbegegnung schenkst. Ich will euch damit segnen, mit einer Lockerheit in dem hinein. Dass ihr wisst, nicht ihr müsst den Koffer schleppen, sondern Jesus gibt euch den starken Arm. Jesus hilft euch dabei und Jesus will euch in dem begegnen. Danke, haben wir dich als Vorbild, Jesus. Und die Latte ist so unendlich hoch. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Power und deine Liebe. Und zusammen wollen wir uns freuen an diesen zwei Menschen, die sich taufen lassen. Und wir wollen sehen, wie der Segen durch unser Leben, durch unsere Kirche, durch andere Kirche in unsere Städte, in unsere Dörfer, wo wir herkommen, hingeht. Amen.